Wie sage ich meinem Chef, dass es endlich Zeit wird, ein Cloud ERP einzuführen? Mir fallen dazu mehrere Gründe ein, warum man das tun sollte und wann es der richtige Zeitpunkt ist. Immer wieder in den wiederkehrenden Monkey Jobs, wie wir sie nennen, also Tätigkeiten, wo ich Daten aus System 1 in System 2 eintrage beispielsweise, was Zeit kostet, Fehlerquellen verursacht und nicht unbedingt zur Motivation der Mitarbeiter beiträgt. Das zweite ist Fragen nach transparenten Informationen über die gesamte Wertschöpfung hinweg. Wo kommen die denn eigentlich her? Und das dritte ist, wenn ich die ersten beiden Themen nicht habe, nämlich die Durchgängigkeit der Prozesse und die Verfügbarkeit zu jeder Zeit, wie komme ich denn dann an meine Kennzahlen, die ich brauche, um Entscheidungsgrundlagen herbeizuführen? Also, wenn diese drei Themen auf jeden Fall erkannt werden können im Unternehmen, direkt zum Chef und sagen, lass uns drüber nachdenken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ganz wichtig ist, wenn Cloud-ERP-Systeme eingeführt werden und die Prozesse auch schlanker und schneller werden, dann führt es in der Regel nicht dazu, dass Stellen abgebaut werden, sondern ganz im Gegenteil. Die Qualität der Arbeitsaufgaben aller anderen wird sich verschieben von den einfachen Aufgaben, wo man wenig Intelligenz, aber viel Zeit braucht, hin zu wertschöpfenden Aufgaben, die Prozesse wie zum Beispiel das Wachstum massiv unterstützen können. Wenn ich jeden Morgen ins Büro komme und sehe direkt meine Kennzahlen und meine KPIs, habe ich Steuerungsmöglichkeiten, die ich sonst nicht habe. Und zwar die über die gesamte Wertschöpfung hinweg. Also, wie funktioniert mein Vertrieb? Wie funktioniert meine Leistungserbringung? Wo habe ich vielleicht noch Abweichungen? Stimmt meine Lieferkette? Stimmen meine Auftragsdaten? Bis hin zu den finanzbuchhalterischen Kennzahlen. Wenn ich die im Blick habe, weiß ich Bescheid. Wenn ich sie nicht habe, rate ich oder muss mich überraschen lassen und das vielleicht auch manchmal böse. Und welche Nutzen haben Ihre Kunden davon, wenn sie mehr Transparenz haben? Wenn das gesamte Unternehmen an einer Stelle die Informationen sammelt, was den Kunden betrifft, also welche Produkte zu welchem Zeitpunkt gekauft wurden, angefragt wurden, produziert, geliefert wurden, dann haben Sie alle Informationen an einem Fleck und alle reden vom Gleichen. Egal, ob es der Vertrieb ist, ob es die Logistik ist, die Fertigung oder die Finanzbuchhaltung.